Servus, liebe Fußball vor Ort User. Heute ist bei uns der Mio Stepic zu Gast, eine wahre Sturmlegende des bayerischen Amateurfußballs. Also Servus Mio, erstmal schön, dass du da bist. Servus, danke, dass ich da sein darf. Danke für die Einladung. Ja, sehr gerne. Du, fangen wir so an. Wir haben im Vorfeld mal mit einem ehemaligen Mannschaftskollegen von dir gesprochen. Und der sagt über dich, der Mio ist der netteste und hilfsbereiteste Typ überhaupt, aber im Kopf immer noch 15 Jahre alt. Sein Spitzname ist der Selfie King und dir soll die Nussknacker-Schokolade vom Aldi ganz gut schmecken. Was kannst du da dazu sagen? Da will ich ja wissen, wer das war. Aber da kommen einige in Frage, das stimmt. Also kann wobei im Kopf als 15-Jähriger, manchmal benehme ich mich so, ja. Das hat sich aber jetzt geändert. Okay. Weil in Ismaning, ich habe da in Mannschaften früher in Ismaning und jetzt in Buchbach in der ehemaligen Mannschaft, da war das Mannschaftsgefüge strukturiert, also da waren und ich war auch in beiden Mannschaften Führungsspieler, aber man konnte so ein bisschen mehr flachsen. Jetzt in Ismaning ist das ein bisschen anders, da bin ich 36-Jähriger und der zweitjüngste ist, glaube ich, Alex Buch mit 27, nee, Anton Sitlitzki 31, aber da kommt schon der dritte mit 27 und der Rest ist alles 20, 19. Wenn ich da zu viel rumblödel, denke ich, der ist ja komplett... So, bist jetzt der alte Hase. Ich bin da sowieso der alte Hase, ich war überall der alte Hase, auch in Buchbach war ich der alte Hase und mit 34. Also ich war eigentlich in jeder Mannschaft, als ich 2008 nach Ismaning kam, war ich auch der Zweitälteste und nach einem Jahr der Älteste. Also ich bin schon seit Jahren immer der Älteste in der Mannschaft. Okay, aber jetzt verhältst du dich auch so. Aber vielleicht, ja, also genau, jetzt verhalte ich mich halt nur so. Vielleicht denken die aber, dass ich, hat er gesagt, wie ein 15-Jähriger im Kopf, weil ich den Fußball so sehr liebe. Und wie gesagt, wegen dem Flachsen, aber das hat ein bisschen, da muss ich jetzt ein bisschen seriöser daherkommen. Okay. Geht ja nicht. Alles klar. Beim FC mit den ganzen jungen Burschen. Dann lassen wir das einfach mal so stehen. Du, dann kommen wir zum Sportlichen. Du bist jetzt im Sommer, hast du es gerade schon ein bisschen angesprochen, nach 2 Jahren beim TSV Buchbach in der Regionalliga Bayern. Bist jetzt wieder zurück zu deiner alten Liebe, zum FC Ismaning, spielst jetzt da Landesliga. Was war der Grund für deinen Wechsel und läuft bis jetzt alles so, wie du dir das vorgestellt hast? Läuft absolut, wie ich es mir vorgestellt habe, weil FCI, ich habe... in den Gesprächen beim TSV Buchbach mit Anton Bohmstetter und Günter Grübel, dem man erklärt, dass für mich einfach mit 35, dass ich gemerkt habe, dass es einfach immer schwerer wird. Die Regionalliga wird immer anspruchsvoller. Ich brauche mehr Zeit zum Regenerieren. Das ist Mordsaufwand. Ich habe bis 5 gearbeitet. Kurz vor 5 bin dann durch die ganze Stadt drüber gefahren zum Treffpunkt auf die A419 Passau, bin dann eine Stunde im Bus gehockt. Dann 15 Minuten umziehen, Training 1,5 Stunden, 15 Minuten wieder eine Stunde, 4-mal in der Woche plus Spiel. Und wenn dann Spiele in Würzburg sind, musst du um 6 aufstehen. Was weiß ich, kommst du abends, das ging einfach nicht mehr. Und es kam da, dass der FC Ismaning dann mich kontaktiert hat, in der Person von Jackie Morici. Ich kenne ihn ja von früher, also Jackie ist ja nicht nur mein Trainer, ist auch mein Freund. Er war ja in den 4,5 Jahren vorher in Ismaning, war er Co-Trainer. Und wir hatten schon, auch in den 2 Jahren, wo ich im Buchbau war, hatten wir ein sehr gutes Verhältnis, also Kontakt. Und als er mich kontaktiert hat, ich glaube, das war Oktober 2014, war es eigentlich schon für mich klar, dass der Weg wieder nach Ismaning, weil ich arbeite 100 Meter vom Sportpark Ismaning. Also, ich habe immer in den Sportpark Ismaning geschaut und bin dann eine Stunde nach Buchbau ins Training gefahren. Was ich auch gern gemacht habe. Ja. Die Zeit in Buchbau möchte ich überhaupt nicht missen und ich kann jeden Amateurfußballer, den TSV Buchbach, ans Herz legen, weil das ist eine ganz besondere Geschichte da oben. Ein ganz besonderer Verein. Okay. Jetzt hast du eh schon ein bisschen über den Jackie Morici gesprochen. Den haben wir natürlich auch kontaktiert. Und er spricht über dich auch nur mit den besten Worten. Der sagt, der Mio ist ein super angenehmer Spieler und wenn man dich um 4 Uhr in der Früh aufweckt und sagt, hey, auf geht's Mio, heute ist Training, dann hört man da keinen Murren, dann bist du sofort da und trainierst. Und er hat schon viele Leute im Fußballgeschäft kennengelernt, aber er sagt, es gibt nur einen Mio. Und ja, du hast jetzt eh schon gesagt, dass ihr ein super Verhältnis habt. Wie wichtig war jetzt eben auch die Rolle von Jackie Morici bei deinem Wechsel? Das ist eine sehr gute Frage. Die war sehr wichtig. Ich glaube sogar, dass er der größte Grund war, dass ich überhaupt zurückgekommen bin. Weil er hat sich sehr um mich bemüht. Er hat gesagt, du pass auf, ich brauche einen erfahrenen Mann in der Truppe. Ich will jetzt nicht selbst so, aber er hat gesagt, ich brauche geile Typen, sagt er bis heute noch, weil die Mannschaft war letztes Jahr extrem,
jung und unerfahren und du brauchst, haben wir ja gerade ein bisschen gequatscht vor dem Interview, du brauchst Erfahrung auf dem Platz und da war für mich relativ schnell klar, dass ich wieder nach Ismaning zurück will. Weil es ist ja mein Verein, wie gesagt. Also ich bin Buchbach-Fan, habe ich gesagt, Ja. im Buchbach-Verlass, ich bleibe Buchbach-Fan. Ich schaue immer noch gerne die Ergebnisse immer wieder. Ich habe leider nicht geschafft, da vorbeizuschauen. Aber der FC, ich werde überall mit FC Ismaning in Verbindung gesetzt und oder gebracht. Und das war für mich relativ schnell klar. Und mit den 4 Uhr in der Früh, das ist wieder nochmal noch so ein Grund, warum viele in mir den 15-Jährigen sehen, Ja. weil ich bin fußballverrückt und ich hoffe, dass ich noch ein paar Jahre vielleicht spielen kann. Wer weiß, mal schauen. Wunderbar. Gehen wir mal ein bisschen auf eure Lage in der Winterpause ein. Ihr habt jetzt mit dem Daniel Steinacher vom VfR Garching und jetzt jüngst auch mit dem Tobi Killer von der ehemals Spielvereinigung Unterhaching schon, sage ich mal, zwei namhafte Neuzugänge auch wieder bekommen. In der Tabelle seid ihr 6 Punkte hinterm FC Deisenhofen, aber mit einem Spiel weniger. Glaubst du, geht da nochmal was nach oben oder geht es eher darum, den zweiten Platz zu sichern? So ist auch. Ich glaube, wir sollten erstmal schauen natürlich, dass wir den zweiten Platz sichern, weil der führt ja in die Relegation. Aber ich glaube, dass da sogar auch, wenn größere Verletzungen ausbleiben sollten, dass wir auch einen Angriff nehmen können auf den ersten Platz. Weil, also mich kennt man, ich bin ja alles andere als arrogant oder was weiß ich, bei allem Respekt vor allen anderen Mannschaften, aber ich glaube, dass der FC Ismaning den besten Kader in der Landesliga hat. Ich bin immer noch in der Regionalliga. In der Landesliga hat und dass wir schon das Zeug dazu haben. Natürlich muss man auch Glück haben, dass Deisenhofen vielleicht den einen oder anderen Ausrutscher hat. Aber ich glaube auch, dass der kommen wird. Und da müssen wir halt da sein. Wir müssen schauen. Wir müssen jetzt gute Vorbereitung machen. Die zwei Jungs, die dazugekommen sind, haben absolut Qualität, bringen Qualität mit. Tobi Killer kenne ich auch vom Training her, da war einige Male mit trainiert und man sieht eigentlich gleich. Ein Fußballer sieht das, wie er zum Ball geht, wie er mitnimmt, annimmt und ist eine super Verstärkung für uns. Und Dani Steinacher übrigens auch, kenne ich ja von früher, der hat ja früher mit mir in Ismaning gespielt. Sehr guter Innenverteidiger. Da brauchen wir auf jeden Fall was. Gut, dass der Jackie da den unter Dach und Fach gibt, also den Transfer unter Dach und Fach gekriegt hat. Bin zuversichtlich, sagen wir mal so. Aber es muss halt einiges zusammenpassen und wir dürfen, wie gesagt, Verletzungen dürfen nicht dazukommen. Okay, ja, dann sind wir gespannt, wie es laufen wird. Bei dir selber war es jetzt so in der Hinrunde, du stehst bislang bei 6 Saisontoren. Glaubst du, da kommt noch mehr dazu oder was hast du dir selber vorgenommen für die Rückrunde? Ich nehme mir seit Jahren immer das Gleiche vor, gesund bleiben. Aber Tore, ich habe früher genug Tore geschossen, jetzt überlasse ich das den Jüngeren. Wenn ich Chancen habe, möchte ich sie natürlich nutzen, aber ich habe gemerkt halt mit den Jahren, dass ich mein Spiel umstellen musste. Es ist ja nicht mehr, ich bin ja, das Alter merkt man dann schon. Irgendwann holt das Alter jeden ein, ist ja klar. Und jetzt muss ich halt, bin ich halt mehr der Wandspieler, schaut so, dass ich mich fallen lasse. Lass klatschen oder drehe mich um meinen Mann rum, spiele dann außen. Es ist halt oft so dann, dass wenn ich die außen anspiele und die Jungs die Aktion beenden, dass ich noch am 16. bin. Ja? Also ein bisschen, Fehlt das Tempo. ne? Aber um Gottes Willen, wir haben, ich glaube, die beste Offensive in der Liga. Und solange die anderen Jungs, solange wir Tore schießen, ist egal wer. Wenn ich dabei bin, ist es super. Wenn nicht, dann passt es, ist auch okay. Also ist gar kein Thema. Also ich setze mir keinen, vor der Saison habe ich mir keinen. Da gibt es ein bisschen unter ein paar Freunden, da gibt es da so eine Wette. Einer hat gesagt, ich mache 15. Und der andere hat gesagt, nein, darunter. Und übrigens, einer davon ist Fanlifer. Ah, okay. Der Billy. Okay, ja gut, du, dann habe ich noch eine abschließende Frage an dich. Haben wir jetzt eh schon öfter gehört, dass du inzwischen ja schon im 36 Jahre alt bist und bist auch verheiratet. Kommen da jetzt langsam auch mal Gedanken irgendwie ans Aufhören oder bist du eben doch so fußballverrückt, dass du sagst, da gehen noch ein paar Jahre? Ja, ich glaube, da kommt wieder der 15-Jährige vielleicht in mir durch und der Fußballverrückte. Ich habe noch 1,5 Jahre Vertrag in Ismaning und da haben wir mit Jackie so ausgemacht, wenn es so kommt, dann, dass wir uns nochmal zusammensetzen, dann werde ich, glaube ich, dann in dem Sommer 38 und dann ja, muss man schauen, wie die Beine dann mitmachen. Also, aber was, ich habe jetzt vor kurzem gelesen, der Totti hat mit 41 nochmal verlängert. Da denke ich mir, okay, vielleicht. Man setzt sich ja immer so Vorbilder und je älter man wird, ihr habt dann halt so ein Zanetti im Kopf, so ein Totti, dann die ganze alte Garde, die Giggs, wie lange die dann auf allerhöchstem Niveau gespielt haben, das ist dann schon vorbildlich und dann mal schauen.
Aber es ist halt natürlich dann ein bisschen peinlich, wenn da so ein 17-Jähriger kommt und man selber ist, ja, aber wenn man jetzt noch eine jüngere, so ein Patrick Demire ist 97 Jahrgang, da habe ich immer gesagt, ich bin 97 zu den Senioren hochgekommen. Da ist er immer ein bisschen mulmig. Also. Ja, aber ich möchte so lange spielen, wie es geht. Also, wenn der Körper dann irgendwann sagt, da merkt man eigentlich schon. Gott sei Dank kann ich noch, aber wie gesagt, schauen wir mal, wie lange es. Es noch geht. Genau. Du Mio, dann sage ich vielen Dank für das Interview. Hat sehr viel Spaß gemacht. Danke, mir auch. Und dann Danke. hoffen wir, dass wir in den nächsten Jahren noch weitere Mio Stepic-Tore bejubeln dürfen. Hoffen Ja. wir mal. Hoffen wir mal. Und Erfolg und genau. Gesundheit. Gesundheit ist das Gesundheit, Wichtigste. Gesundheit ohne Gesundheit ist alles nichts. Genau. Das ist auch noch. Dann lassen wir es dabei. Bleib gesund, Mio, und bis bald. Danke, Ciao. danke. Wir freuen uns natürlich nach wie vor auf sehr, sehr viele Selfie-King-Fotos. Und jetzt ist natürlich die alles entscheidende Frage der Vorortfans: Was wäre denn das Motiv unter dem Hashtag Selfie King, das du für dein zukünftiges Leben nochmal ins Netz stellen möchtest, gern, wenn du an deine Fußballkarriere denkst? Bisher sieht man dich ja immer nur im Auto. Ach Meistens. so, meistens im Auto, genau. Motiv. Mit einem Selfie. Vielleicht vom Ismaninger Aufstieg. In welche Liga? In die Bayernliga, denke ich mir. Okay. Muss ich in die Kamera schauen, oder? Ja. Vom Ismaninger Aufstieg in die Bayernliga. Okay, ich habe die ganze Zeit dich angeschaut. Super. Okay, ganz, ganz herzlichen Dank, Mio, dass du gekommen bist. Ja. Danke euch, Jungs. Ja. Super. Wenn du Danke, jetzt, du bleibt. kannst noch jemanden grüßen, wenn du möchtest. Nein, ich Ja. sehe mich schon alle, ich brauche keinen Grüßen.